willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Pokémon Rising Ruby und Singing Sapphire Battle Factory Versus mit dem Dario. Der Gewinner ist immer noch der Gewinner. Ja, nur weil er so heißt, aber ist er auch wirklich der Gewinner? Falls die letzte Folge nicht gesehen habt, schämt euch erstmal. Wir haben in der letzten Folge das erste 1v1 gehabt und das habe ich möglicherweise gewonnen, weil ich einen Shiny-Pokémon habe. Und ich durfte ihm eine Attacke geben, beziehungsweise ein TM. Und das war Erdbeben. Ich habe mich für Erdbeben entschieden, weil Flammenwurf wäre zwar cool gewesen, aber ich habe Minus Spezialangriffswesen, was ein bisschen nervig ist. Und Erdbeben ist halt praktisch gegen Gesteins-Pokémon, gegen andere Feuer-Pokémon und vor allem gegen die Elektro-Arena, die ja auch noch kommen wird. Und wenn ich so weit komme mit Panferno, dann wäre das schon ganz praktisch, ein Erdbeben-Panferno zu haben. Ja, Eisenfaust Panferno, das wird so, ich glaube, der Star-Player bei dir. Jetzt weißt du ja in Zukunft, du weißt jetzt ja halt auch, was mein Star-Player ist. Und den ich möglicherweise verloren hätte, wenn du ein anderes Pokémon genommen hättest oder eventuell sogar mit diesem Pokémon gespielt hättest, also mit deinem Panferno. Das gute Metagross, ich hoffe, ich kann es so lange behalten. Ich bin ganz froh, dass ich dir nicht ganz geglaubt habe, sage ich mal wirklich. Und nicht ganz auf die sichere Seite gegangen bin. Und ja, ich bin ihm nicht ganz auf den Leim gegangen, so, ne? Richtig. Kann man, glaube ich, sagen. Die guten Schauspielkünste, falls ihr nicht wisst, wovon Dario gerade redet, schaut auf jeden Fall in die letzte Folge rein. Die kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Allein wegen des 1v1s, aber auch sonst im Allgemeinen. Ja, ich bin jetzt halt gespannt, weil wir jetzt zur Kampfarena gehen. Und wir haben halt da jetzt nochmal 3 bzw. 4 Encounter, bevor wir in die Kampfarena gehen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die brauche ich auch. Ja, ich meine, du hast mittlerweile echt ein starkes Team dafür, dass du am Anfang gesagt hast, jo, mein Team ist voll schwach. Ja, du, ich habe auch gestartet mit Chanera und Magnetilo und Gelatropo und... Ja, das stimmt. Das waren halt nicht die besten Pokémon, sage ich mal so. Jetzt habe ich halt Tobutz, Metagross und Meganie halt noch so. Also das sind halt so Pokémon, wo ich sage, okay, die können mich auf jeden Fall ein bisschen carryen. Ding ist aber, Leute, ich habe ein Eis-Pokémon, ich habe ein Normal-Pokémon. Was habe ich sonst noch? Ich glaube, ich habe noch ein Stahl-Pokémon, also 2 Stahl-Pokémon. Da wird kritisch in der Arena, sag ich mal. Ich habe X-Bad, was gut aufgestellt ist. Metagross, was eventuell ein bisschen machen kann. Aber ansonsten muss da was passieren im Team Zerdorf, Temerü. Man muss aber noch dazu sagen, dass Chanera, wenn du Chanera bis zur Elektro-Arena behalten kannst, dort extrem gut ist. Oder generell gegen jede Arena, die vor allem spezielle Pokémon einsetzt. Gut, ja, Elektro wird nicht nur speziell sein. Aber trotzdem, Chanera wird halt gegen die ganzen speziellen Threads super stark sein. Ja, so ein schöner Def, also kann man immer gebrauchen, sag ich mal, ne? Gerade wenn das noch irgendwelche geilen Attacken lernt, um das Team zu supporten. Ich bin gespannt, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber die Battle Factory Versus on fire. Und wisst ihr was? Ihr haut immer so rein, was Bewertung sowas angeht. Da wollte ich einfach mal Danke sagen. Wirklich, ihr supportet das Projekt des Todes. Und wir haben da vorhin nochmal drüber gesprochen, als wir gerade das Setup abgebaut haben, dass wir das sehr, sehr schätzen, dass ihr das Projekt halt auf beiden Kanälen so krass supportet. Von daher nochmal danke, 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 danke. Einfach mal so, man bedankt sich, glaube ich, viel zu wenig im Leben. Ja, genau. Generell das viele oder das super große Feedback haben wir überhaupt nicht erwartet. Und wie viele Leute eben sich einfach jedes Mal über eine Folge freuen. Und wir haben ja auch darüber geredet, dass wir es ja nur schaffen, 3 Folgen die Woche zu produzieren. Aber dass so viele Leute am liebsten noch mehr haben wollen würden, zeigt ja auch, dass ihr Bock darauf habt, dass ihr Spaß an dem Projekt habt und nicht gelangweilt werdet davon. Und das ist natürlich etwas, was uns umso mehr freut als Content Creator, weil wenn ihr Spaß habt, dann haben wir umso mehr Spaß an dem Ganzen. Und wir haben schon super viel Spaß, weil es einfach ein richtig nices Projekt ist. So sieht's aus. Und ich werde jetzt, glaube ich, mal den EP-Teiler ausmachen. Ich glaube auch. Ist mir auch aufgefallen, dass jetzt so die Level ganz... So, die Pokémon sind jetzt alle so ein bisschen ausgeglichen, ne? Wobei wir nochmal schauen müssten. Es hatten ja Leute in die Kommentare geschrieben, auf welchem Level der nächste Arena-Leiter dann ist. Die Sache ist nämlich, dass der sogar relativ wieder hoch war, ne? Also ich glaube sogar... Ich hab's leider nicht gesehen. Kann's 24 nicht sagen. Oder so vielleicht schon. What? Ah ja, du bist aber noch in der Granithöhle und da passiert halt auch noch relativ viel. Oder vielleicht 22. Ich schaue es jetzt zwar nicht nach, weil wir haben jetzt noch nicht in dem Kampf die Arena, aber wir werden das nochmal vor der nächsten Folge nachschauen, sodass wir halt die Level darauf circa anpassen, dass jetzt nicht overlevelt sind oder so. Aber natürlich auch nicht, dass wir die zweite Arena verlieren. Aber hey, wir sind noch nie so weit gekommen, Dario, ne? Ne, also bisher neuer Rekord, Alter. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein bisschen hyped schon, ey. Leute. Auf jeden Fall.
Das wird noch lange gehen, das Projekt. Ich sehe es schon. Wir werden keinen neuen Restart haben. Falls das hier so eine Compilation wird. Ne, ihr wisst Bescheid, Alter. Dann fliegt diese Stelle ein. Kritisch. Dario, warst du überhaupt beim Pokenuff-Typen? Ich war nämlich nicht oben beim Pokenuff-Typen. Pokenuff? Ja, der Typ, der auch uns den Brief und so weiter gibt, damit wir... Du musst erstmal in den Flummeltunnel. Ein Flummeltunnel? Da waren wir doch schon. Da musst du erstmal den Magma-Aqua-Typ besiegen und dann kommst du erst zur Devonscope. Stimmt, das haben wir ja gar nicht gemacht. Ich dachte, das hätten wir schon alles gemacht, so, weil wir... Ich bin dabei, ich weiß nicht, was du machst, aber ich mache... Ich wollte schon nach unten gehen, ich wollte schon nach Faustauhafen gehen, so. Ja, Leute, ja, ne. Alter, was machst du denn? Also ich bin noch in ein paar Trainer reingelaufen, die ich nicht besiegt hatte. Du kannst nur deine Shinies hier überall präsentieren, die du hier noch alle holen wirst. Ich habe halt Panferno die ganze Zeit vorne und der böllert gerade alles und mit seinem Moveset. Das ist halt wirklich insane. Ich pack gleich mal was anderes davor. Panferno ist blau von den Haaren, oder? Nee, das ist ein anderes Rot-Orange so. Warte, ich muss mal ganz kurz googeln, mit was für Lorbeeren du da rumläufst. Also, ich mag Shiny Panferno, aber ich glaube, es könnte viel, viel cooler aussehen, wenn es eben blau dort wäre. Ja, ich hätte jetzt auch genau, dass es blaue Haare hat, aber okay, ich sehe es. Ja, okay, sieht so special aus. Nee, also es könnte auf jeden Fall einiges cooler aussehen, aber es ist jetzt auch kein schlechtes Shiny. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das will ich nicht in Shiny haben. Alter, ne? Ey, mein gutes Metagross, Alter, wenn das mal Shiny werden sollte. Also Metagross ist sowieso etwas, wovor ich Angst habe. Ganz wichtig ist jetzt, Panferno darf ich halt niemals in einen weiteren 1v1-Kampf senden. Das ist gut und für mich, Alter. Dieses Wissen hat Dario nun und das ist praktisch. Das ist wichtig, im 6 vs 6, ne? Im 6 vs 6 darfst du dir das Pokémon auch nicht holen. Mhm. So. Das ist es gesaved. Also du hast erstmal was Gutes, wenn es überlebt halt weiterhin, ne? Richtig. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht sterbe. Aber na, was wir jetzt so in den letzten Folgen gelehrt haben, ein bisschen fokussierter spielen, nicht so doofköpfig sein und dann wird er schon. Oder einfach gut schauspielern. Oder gut schauspielern. Das könnte auch klappen. Ich hab den Magma Boy besiegt, jetzt kommt Pekko Action, dann fliegen wir nach Fausterhafen. Ja, fliegen? Du meinst eher... Fahren. Ich wollte gerade Schwimmen sagen, aber... Ja, da, ich fliege gleich auf Pekko. Ah, krass. Kann Pekko das... Kennst du nicht aushalten? Hier von Tyrantotube diesen Romhack, wo Pekko der Gott war mit diesen Bummels? Nee. Oh, Junge, Alter, ich habe da ab und zu mal in den Hack reingeguckt und das ist so ein Fanmade-Game, wo Mega Rayquaza ein Bummels war, was auf einem Wingull geflogen ist. Und das wurde also auch so gemoddet, wie es aussieht. Das war echt heftig. Das ist natürlich pretty cool. Das war verdammt geil. Leute, falls ihr irgendwie Talent habt, ne, ich sag mal, irgendwelche Spiele umzumodellieren, meldet euch bei mir. Ich hab echt Bock auf so einen geilen Fan-Mod. Bla. Irgendwas. Bla. Jupp, auf jeden Fall, wenn ihr das könnt. Schreibt mir Dario eine Twitter-PN, Instagram, keine Ahnung, alles auf seinem Kanal verlinkt. Schreibt mir auf Lavu. Okay. Present, hast du Lavu, Alter? Nee, hab ich nicht. Alter, ich auch nicht. Ist es das gleiche wie Tinder, oder? Ich glaube schon, ja. Also ich hab keine Ahnung von diesen Plattformen oder ähnliches. Ja, wäre auch ein bisschen weird. Ich meine, du hast Kaya, so. Oh, Leute, ich hab seit 2,5 Jahren eine Freundin. Tinder ist auf jeden Fall jeden Montag am Start. Ganz kritisch, ganz kritisch. Aber, ja. Solche Menschen gibt's ja auch, ne? Ja, du, gibt Menschen, die halten das für, ich sag mal, sehr, sehr unwichtig, sag ich mal, was Beziehungen geht. Andere haben auch noch offene Beziehungen und jeder, wie er mag halt so, ne? Also ich habe da nichts gegen und will auch niemandem irgendwas verbieten, aber ich weiß halt, dass es für mich nichts ist und dass ich, was das angeht, eine treue Seele bin, die nicht mal lügen kann. Also, weißt du, Kaya fragt mich so, hast du die letzten Kekse gegessen? Und dann gehe ich an und dann lache ich einfach nur, weil ich kann nicht lügen. Ich bin ein super schlechter Lügner. Das kann ich mir auch so gut vorstellen, diese Szenerie, wie du dann guckst, allein schon. Dass, ja, genau so. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich bin echt kein... Also ihr könnt mich alles fragen von wegen... Zero, wie viel Geld aus dem Konto? Ich werde es euch, glaube ich, sogar sagen. Ey. Also eigentlich... Also, dafür kann, vielleicht kann ich da auch gut lügen. Ich weiß es nicht. Aber mal sehen. Oder du sagst halt einfach nichts. Und da musst du ja nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Sondern einfach, beziehungsweise du musst halt gar nichts sagen. Das meine ich damit. Ist so, Leute. Ist halt so. Ich habe nichts auf dem Konto. Aber nichts. 0,0. YouTube strikt alle meine Videos. Ich habe gar nichts. Gar nichts. Das Leben ist vorbei. Das Leben ist traurig und böse. Ripperino. Weißt du, was auch traurig und böse ist? Was denn? Jeder Gegner, gegen den ich noch nicht gekämpft habe. Wieso? Weil die jetzt alle wiederkommen. Ja, bei mir genauso. Ich habe gerade 4 Trainerkämpfe gemacht, die ich alle geskippt habe vorher. Ja. Weil ich dachte so, oh, ich laufe ganz normal herum und dann, oh lol, da ist ja ein Kampf. Mach mal dir schon fertig.
Nee, ich gehe jetzt gerade zu dem, aber das sollte kein Problem sein. Aber das soll ich nicht sagen. Ich sag sowas und dann verliere ich ein Pokémon. Ich sehe es kommen. So sieht's immer aus. So ist es immer. So, das ist ein ganz großer Fehler. So, ich habe die alle besiegt und ja, ich bin jetzt schon Fausterhafen gleich. Ich will mir auch gleich den nächsten Encounter holen. Ich muss hier, Leute, Progress. Richtig, du kannst dir die Angel holen, du kannst dir in Blütenburg City damit einen Encounter holen, zwei in der Stadt und in der Route oder an der Route dort und eins in der Höhle. Das werden wir jetzt nicht alles in der Folge logischerweise machen, aber wir haben einen Encounter. Man hat Content. Richtig, richtig. Und dann geht's zu Troy in die Höhle und ich muss ja sagen, fuck, Troy, ich habe auch den Present gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe die Devon-Ware bekommen, bin aber nicht zu dem Devon-Typen gegangen. Das meinte ich doch, das meinte ich doch. Aber ich... Ja, dann darfst du nochmal hoch. Ja, ich war auch, wie gesagt, unten und... Aber du hast jetzt noch nicht mal gegen den Aqua-Magma-Typen gekämpft. Ja, aber ich mach das ja. Ich dachte, wie gesagt, das haben wir schon alles gemacht. Das ist halt so lange her, also... Wir sind beide dumm. Ja, Leute, richtig. Abstimmung für den guten Present. Wer von den beiden ist dummer? Ich werde irgendeine Meme-Abstimmung machen, wenn ich es nicht vergesse. Ich werde es vergessen, seien wir mal ehrlich. Ich habe die Abstimmung des heutigen Parts auch vergessen. Das passiert dem Besten, Dario. Das passiert dem Besten. Ich weiß, deswegen passiert es ja uns. Richtig, wir sind bekanntlich die Besten. Oh, auf jeden Fall. Oh ja. Sehr männlich, deine Stimme. Ist dir ja nicht aufgefallen, dass der Randomizer bei meiner Version nicht funktioniert hat? Ja, aber das ist, hätte dir auffallen müssen, Mann. Nee, das ist mir auch aufgefallen, aber ich wollte nichts sagen, weil da meine Pokémon hätte es gewusst, so, weißt du? Deswegen habe ich es nicht gesagt. Das war taktisch. Taktisch. Ja, warst du nichts. Aber es ist ja nicht so schlimm gewesen, weil nur die ersten drei Runden waren ja so gesehen gleich. Der Rest, den kann es ja nicht, weil ich ja vorher gestorben bin. Ja, deswegen waren ja die guten alten Vietnam-Flashbacks überall. Richtig. Ich meine, so hast du Pokémon wie zum Beispiel Metagross bekommen. Und ich glaube, darüber kann man sich nicht unbedingt beschweren. Und du hast ja zum Beispiel den Bonus-Encounter bekommen durch meinen Tod und zwar X-Bad. Das war ja auch etwas, was manche in die Kommentare geschrieben haben. Yo, jetzt hat Present durch einen Restart super krasse Pokémon und Dario ist so bad dran. Und eigentlich sollte Present nicht belohnt werden dafür, dass ich halt verloren habe. Aber man muss ganz kurz auch so sehen, das ist ja teilweise wie eine Soling das Projekt. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass beide Spieler komplett bis zum Ende kommen. Weil das Ziel ist es ja, dass einer von uns den letzten 6v6 Kampf gewinnt. Falls wir es bis dorthin nie schaffen, dann gibt es auch keinen Gewinner im Projekt. So, und deswegen gibt es natürlich auch Momente, wo wir uns dann durchaus mal vielleicht helfen können, wenn es mal ein bisschen kniffliger wird. Ich meine, bisher waren wir eher so, Alter, ich sag dir nicht, was ich habe und ich versuche, dass du Nachteil hast. Aber im Allgemeinen, wenn es mal knifflig werden sollte, dann will man natürlich, dass man nicht verliert. Und die Sache ist dann, wie gesagt, dass wir beide durchkommen wollen. Und im Laufe des Projekts ist es ja sowieso so, dass unsere Teams sich angleichen. Wir haben jetzt noch so viele Encounter, dein Team wird auf Dauer stärker, mein Team wird weiterhin stärker und definitiv. So gleicht sich ungefähr die Stärke an. Und wie gesagt, man kann ja auch die ganzen Pokémon, die man upsaved, ne, die hat man erstmal sicher sozusagen auch. Genau. Also Present hat jetzt halt auch ein gutes Panferno auf seiner Seite, sag ich mal, was ich erstmal nicht nehmen kann, was bei One vs. One Kämpfen nicht sterben kann, weil er es nicht benutzen darf. Von daher hat er da erstmal ein gutes Pokémon für sein Playthrough. Das wird halt bei mir auch kommen dann, wenn ich da irgendwas richtig mache. Und ich bin jetzt gerade voll paranoid. Muss ich jetzt mit Briggs nochmal reden oder nicht? Weil wir haben halt 7 One vs. One Kämpfe. Und letztendlich sind die auch gar nicht so wichtig, weil es ist ja wichtig, vor allem die 6 vs. 6 Kämpfe und vor allem den letzten zu gewinnen. Weil wenn man den gewinnt, ja, dann ist halt GG. Ne? Da müssen wir aber jetzt erstmal hinkommen. Dann ist Big Win, Big Time. Richtig. Aber das ist deswegen ja alles die Vorbereitung hier, jeder Kampf davor, jedes Pokémon, was man fängt. Wir wollen ja möglichst viele Pokémon am Ende auf der Box haben, sodass wir uns ein gutes Team zusammenstellen können. So sieht's aus. Ein nices letztes Survivor-Battle haben. Ein Im Optimalfall nices. Haben wir dort auch ein paar Shinies. Das wäre natürlich dann ganz gut, sag ich mal. Richtig. Aber bis dahin kann ja noch so viel passieren, weil der Hacker an sich schon so eine Schwierigkeit darstellt. Der Randomizer nochmal zusätzlich und dann diese Challenge. Also wir haben ja wirklich den kompletten Overkill uns ausgesucht. Guck mal, warte. Ich helfe dir mal ganz kurz. Bist du noch in Metagross City? Ich bin in Metagross City, ja. Geh mal in den Supermarkt-Shop, da kriegst du die TM Trugschlag. Das ist natürlich ein lieber Tipp, dankeschön. Falls du Pokémon fangen möchtest, die ich töte, damit ich ein Shiny-Pokémon bekomme im One vs. One, gerne doch. Dankeschön. Ja, man muss das ja alles taktisch sehen, Leute, ne? Genau, aber am Ende des Tages wollen wir uns ja auch gegenseitig helfen, ne? Ab und zu. Ab und zu hilft man sich mal, genau. Ab und zu hilft man sich. Man hat zwar trotzdem
bestimmte böse Gedanken im Hinterkopf, wie der Dario, aber das ist okay. Ah, böse Gedanken, Jungs und Mädels, ne? Man muss ja sein Geben und Nehmen. Nicht immer, man richtig. Nimmt. Man richtig. Nimmt. Ab und zu gibt man, aber man nimmt vor allem sehr viel. Ja, das auf jeden Fall, du. Ich nehme mir auch gleich einen guten Encounter mit. Das wäre Sahne. Das wäre sehr Sahne. Bist jetzt wieder in Faustau Hafen, oder? Bitte was? Bist jetzt wieder in Faustau Hafen, oder wo bist du? Ich bin noch auf dem Weg. Okay, beziehungsweise nicht wieder, sondern das erste Mal. Weil du konntest ja noch nicht dorthin. Mhm. Ja, ich gebe jetzt gerade das Paket ab oder so, dann kann ich jetzt mir meinen Multinavi holen. Und dann geht's los. Ach, wo muss man das Paket... Achso, ja, das habe ich schon abgegeben. Ja, ja, du hast ja den Brief an Troy bekommen. Den musst du natürlich Troy geben. Dann ist ja wirklich der Postbote schlechthin in der dritten Gen gewesen. Auf jeden Fall. Ich bin auch, by the way, gespannt, wieder mal nach Malvenfro zu kommen. Gefällt dir nämlich Neu-Malvenfro? Weil ich muss mich sagen, dass ich das normale Malvenfro-City besser fand als Neu-Malvenfro. Ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr viel besser. Hat ein bisschen was mit Nostalgie natürlich zu tun, aber ich komme in dieser Mall gar nicht klar. Ja, same. Es ist wirklich dieser Nostalgie. Und es gibt auch das Kraftwerk gar nicht mehr, oder? Das unterirdische Kraftwerk gibt es noch? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, soweit ich weiß. Oder, Moment. Ich glaube, gab es nicht so einen Teil in der Story, was mit dem Kraft... Kann nee, sein, dass es da auch was gab. Ich bin halt bei Oras so komplett raus, weil ich das einmal gespielt habe und das war halt zu Release, so 2014. Okay. Also Oras habe ich, wie gesagt... Boah, das letzte Mal, glaube ich, wirklich kommt. Also ich habe immer wieder Let's Plays so im Stream gehabt dazu, aber halt auch nichts Großartiges, weißt? Mhm. Und das letzte Mal habe ich wirklich gezockt, so 2015, 16. Das war die Zeit, wo ich damals aufhören wollte mit YouTube, weil Arbeit hat gestresst, Freundin war nicht so schön und es war alles, sag ich mal, nicht so super und ich war nicht so zufrieden und Motivation war weg. Und dann habe ich kurz Pause gemacht von ein, zwei Monaten. Und irgendwie kam die Lust dann wieder und dann habe ich dieses Projekt gestartet. Das war damals die erste Egglog, die ich gemacht habe, zu Alphazor 4. Und die war, ja doch, ich sag mal, die war schon ausschlaggebend für vieles. Ja, das ist doch schön, weil das ist auch etwas, was mich mal eine Zeit lang geplagt hatte. Eigentlich so ziemlich die ersten zwei Jahre, die ich YouTube gemacht habe. Ich habe ja 2012 angefangen. Und die ersten zwei Jahre habe ich halt nicht wirklich viel auf YouTube gemacht. Halt mein Pokémon Saphir Let's Play damals, was sich irgendwie eineinhalb Jahre gezogen hat und irgendwie 100 Folgen hatte, so in Let's Player-Manier, ganz kritisch. Ja, das gute Let's Play, was ihr auch alle kennen solltet, wenn ihr den vorvorletzten Part gesehen habt. Nee, ist ganz, ganz schlimm, weil als du es eingeblendet hast, da muss ich aber ganz schnell los. Ah, bin ich ein Junge oder bin ich ein Mädchen? Alter, das hat mich so getriggert. Das hat mich so getriggert, Alter. Beste Stelle auch noch gefunden, ey. Oh Mann, ey, dass du genau das gefunden hast. Das hat mir sehr wehgetan. Aber ja, so ist das halt. Das gehört auch dazu. Aber ich lasse ja die Videos online, dass man auch eine Entwicklung sehen kann, ne? Weil ja, auf jeden Fall. Also ich würde, ich habe mein allererstes Let's Play nach einem Jahr damals gelöscht, also 2013. Mhm. Weil ich dachte halt so, ja, desto weniger Videos du hast, desto cooler bist du. Aber ne, es ist halt nicht so. Ich habe das dann auf dem Zweitkanal gereuploadet, auch noch 2012 oder 13, ich weiß jetzt nicht, was es ungefähr war. Also da ist es auf jeden Fall noch so, ne? Aber leider nicht alle Folgen, glaube ich. Ja, ne, also das ist wie gesagt etwas, was ich persönlich schon schön finde, wenn man auch so eine gewisse Entwicklung sieht und nicht seine Vergangenheit versteckt, so nach dem Motto. Hey, ich bin natürlich nicht stolz auf meine ersten Videos und so die ersten eigentlich drei, vier Jahre. Ja, drei Jahre vor allem. Aber hey. Das gehört halt dazu, ich war halt 14 Jahre alt, hab damals mit YouTube angefangen und das ist halt die Entwicklung, die ich genommen habe. Und 7 Jahre später, jetzt mit 21, mag ich natürlich nicht mehr meine Videos von heute, aber man sieht halt dafür einen großen Sprung, hoffentlich. Ja, so sehe ich das auch. Also ich muss auch sagen, so meine Videos vor 3, 4 Jahren zum Beispiel, selbst die sahen mir heutzutage nicht mehr zu. Aber es sind halt so Sachen, mein Gott, man steht halt zu seiner Vergangenheit, auch wenn... Da war ich zum Beispiel gestern. Ja, gestern wurde irgend so ein uraltes Video, was ich 2016, 17 gemacht habe, in so einer Facebook-Gruppe gepostet. Ja. Ich so, Bruder, was ist das denn, ey? Also, könnte ich theoretisch anzeigen, den Jungen, weil er da, ne? Also, er postet halt nicht den Link, sondern hat mein Werk geklaut und postet es auf seiner Facebook-Seite. Das ist weird. Bin jetzt zwar nicht so der Mensch, der dann gleich Leute ankackt oder sowas, aber... Muss auch nicht sein. Muss nicht unbedingt sein, wenn man nicht mal nachfragt, ne? Es gab halt Leute, die nachgefragt haben, auch bei einigen Facebook-Sachen oder sowas, die dann so fragen, yo, ich hab da... vor so einem Post zu machen, kann ich da dein Video eventuell nutzen oder ähnliches. Und da habe ich gesagt, so, ja, kein Problem, mach doch, warum nicht? Ja, nee, wie gesagt, das ist etwas, was, finde ich, ganz normal ist.
also nicht, dass sie übernehmen, sondern das da vorher, was wir gerade eben angesprochen hatten, dass man eben die Videos vor längerer Zeit, auch schon teilweise vor 1-2 Jahren, durchaus mal kritischer beäugt. So, man ist halt mit dem zufrieden, beziehungsweise man sollte mit dem Content zufrieden sein, den man jetzt hochlädt. Sonst sollte man das Video nicht hochladen. So, wenn wir nicht zufrieden mit etwas sind, dann lässt man es lieber auf der Platte, als es einfach auf YouTube zu werfen, nach dem Motto, ach, ich möchte einfach Content haben. So. Aber dass man ein Jahr vielleicht danach sich denkt, okay, das Video war vielleicht nicht so gut, ist normal. Weil man sich ja verbessert, man entwickelt sich weiter, man hat vielleicht einen anderen Humor teilweise auch. Kann sich alles verändern. Richtig, richtig. Kann ja alles sein. Man macht ja auch eine charakterliche Entwicklung. Und ich merke halt immer so, wenn Leute schreiben, du hast dich verändert, du wirst ja ganz anders als damals. Denke ich mir, ja, Bruder, Alter, ich werde älter, ihr werdet älter. Und die Zuschauer ändern sich ja auch, ne? Beziehungsweise die verändern sich ja ebenfalls. Ja. Kann ja nicht sein, dass du damals mit, wenn du mal vorstellst, ne, so, ich habe damals so die selbst diese ungespielt Videos damals so mit 17, 18 geguckt und jetzt bin ich fucking 25 oder so. Ich guck die zwar immer noch so ab und zu mal, aber es sind natürlich auch nicht mehr die gleichen Videos, ne, damals die guten alten Minecraft Videos. Ja, genau. Ich war sowieso damals eine Zeit lang richtig im Minecraft-Hype. Diese Zeit ist halt auch längst vorbei. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr an Minecraft. Aber damals war es so, Schule vorbei, ich gehe nach Hause, mach Minecraft an. So, das war wirklich eine Zeit lang, so mit 14, 15, mein Leben. Ja, ist halt ehrlich so. Man belächelt das ein bisschen, aber man hatte halt damals so Sachen. Ich bin damals auch nach der Schule nach Hause, habe dann MMOs gezockt oder irgendwie sowas. Und halt, das war damals halt das Leben, was man gelebt hat. Das war cool. Richtig. Ja, aber auch ähnlich mit anderen Sachen, ne? Beziehungsweise, bei euch ist das ja genauso. Ihr findet jetzt Videos, die wir hochladen, denke ich mal, unterhaltsam, sonst würdet ihr nicht so weit in die Folge reingeschaut haben. Aber es kann sein, dass ihr in 2 Jahren euch denkt, wieso habe ich diesen Doofkopf überhaupt geschaut? Sowohl Dario als auch mich. Also, das kann sein. Das hoffen wir natürlich nicht, aber das kann sein. So sieht's aus. Wo kriege ich denn die Angel, weißt du das? In einem Haus rechts in der Ecke müsste das sein. Ah, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ich bin jetzt gerade in jedem Haus gewesen und hab da noch nichts so Großartiges bekommen. Seidenschal bisher. Ja, Seidenschal nimmt man natürlich trotzdem. Ja, auf jeden Fall. So, ne? Nimmt man auf jeden Fall. Ah, hier ist, glaube ich, der Typ. Kann das sein? Nee, aber auch zu dem Punkt, zum Beispiel mit YouTube aufhören, da kann ich auch nur sagen, macht weiter, Leute. Weil ich hatte, wie gesagt, die ersten 2 Jahre genau den gleichen Gedanken. Eine lange Zeit. Ich war 2 Monate am Überlegen, jo, willst du aufhören? Dann habe ich weitergemacht. Dann war ich wieder 2 Monate lang am Überlegen, willst du aufhören? Und so weiter und so fort. Das ging, wie gesagt, über 2 Jahre. Und hätte ich aufgehört, dann wären wir jetzt hier nicht an diesem Punkt. Und ich hätte nicht die Möglichkeit, eben solche coole Projekte zu machen. Ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, so viele tolle Leute kennenzulernen. Weil aus dieser YouTube-Sache ist ja viel mehr geworden, als man nicht einfach nur Videos hoch, sondern ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Und viele kann ich jetzt auch zu meinen Freunden zählen und das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Auf jeden Fall. Deswegen, Leute, bleibt dran, wenn ihr gerade am Anfang seid und frustriert seid vielleicht, wenn es nicht so läuft, wenn man zum Beispiel kein Feedback bekommt. Das kann ich, wie gesagt, nur gut genug. Ersten 2 Jahre habe ich teilweise Videos gehabt, da waren gar keine Kommentare, keine Bewertungen, so. Das war dann sehr demotivierend. Das kommt dann halt alles so, ne? Richtig. Man darf auch nicht so voreilig sein. Wir haben hier genau die ersten 2 Jahre oder sowas, da ist man halt einmal Kanal, man macht das für sich und fragt sich, jo, bringt das überhaupt was? Und dann irgendwann kommt das halt alles von alleine. Richtig. Ja, mein Gedanke war ja von Anfang an, man möchte eben Leute erreichen, man möchte Leute unterhalten. Oh no! Und was los? Was ist los? Ganz, Dario? Ganz kritischer Encounter. Also gut, aber nicht fangbar, oder wie? Ich hab ein bisschen Angst gerade. Okay, da bin ich aber gespannt. Ich muss mir nebenbei, glaube ich, nochmal neue Bälle kaufen. Ich habe keine mehr. Also so Legi-mäßig, oder wie? Mm-mm. Also nicht Legi-mäßig, okay. Das ist natürlich interessant. Nicht Legi-mäßig. Wo hast du den Encounter geholt? In der Höhle oder im Wasser? Wasser. Okay, ich hole mir jetzt erstmal den in der Höhle tatsächlich. Okay. In der Granithöhle. Also ich habe Angst, wenn er einen Move kann. Okay. Bisher zeigt ihn noch nicht, sonst wäre das echt ein richtig guter Encounter. Ich habe einen guten Encounter. Was hast du? Legi oder? Das ist Pokémon. Nee, es ist kein Legi. Okay. Ich habe, wie gesagt, auch kein Legi, aber es ist ein gutes Pokémon. Es ist auch ein entwickeltes Pokémon. Ja, bei mir ist es auch entwickelt. Das kann ich sagen. Wie gesagt, kein Legi oder so. Und es ist richtig gut. Yes, Alter. Du hast es. Wie bitte? Du hast es wirklich gefangen? Ich hab's gefangen, ja. Nicht bad. Ich weiß nicht, wie ich es schwächen soll, weil ich habe
Angst, dass ich zu viel Schaden mache, weil ich bin 7 Level drüber gerade. Okay. Wie schwäche ich das am besten? Und was wächst ich da am besten rein, ohne irgendwas zu verlieren? So, ne? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stellen muss. Ah, gefährlich. Gefährlich, Dario. Ich habe Angst. So, der Kommentarschreiber, der diesen Namen hat, den gibt es noch nicht. Der kann sich schnell erstellen, dann ist er das. Wow. Eine kleine Hommage. Okay. Da bin ich aber gespannt. Das ist eine kleine Hommage. Wollen wir noch beide dann einen Counter mitnehmen? Also ich nehme jetzt auf jeden Fall diesen mit und du kannst auch noch versuchen, den anderen mitzunehmen. Dann haben wir beide zwei Encounter und die Folge, Leute, ist voll Entertainment. Richtig, einfach alles mit dabei. Themen, Encounter, alles. Ja, ist es auch mal wichtig, sag ich mal, ein paar Themen anzusprechen. Ja. So, ne? Ein bisschen Unterhaltung ist immer dabei, immer wichtig, immer cool. Richtig. Und das Pokémon, boah, wäre mir nicht so gefährlich. Okay, ja, wenn man nur on-topic kommentiert, in manchen Situationen ist das auch nicht so interessant. Und ich finde, man sollte so eine gewisse Mischung oder eine gesunde Mischung haben. Ja. Und das ist auch praktisch für die Leute, die zum Beispiel sich das nebenher anschauen. Es gibt viele Leute, die sich einfach hinsetzen, sich denken, yo, ich will jetzt neben dem Essen oder so mir eine neue Battle Factory-Folge anschauen. Aber es gibt auch Leute, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas jetzt machen, wie zum Beispiel ein Spiel spielen am PC und währenddessen sich das anhören. Oder vielleicht sogar während den Hausaufgaben das machen, wenn da ganz crazy Leute dabei sind und das machen können. Weil das konnte ich tatsächlich nicht. Videos anschauen während den Hausaufgaben war immer so ein bisschen kritisch. Nee, das kann ich auch nicht. Oh Mann! Es geht natürlich auch für Studenten, weil in der Uni kann man natürlich auch Hausaufgaben haben. Was denn? Ich habe gerade einen Encounter bekommen, der. Ich dachte erstmal, on paper ist bad, aber ist ein zusätzlicher Type, den ich noch nicht hatte. Zusätzlicher Type, den du noch nicht hattest? Und eine sehr, sehr gute Typenkombination, muss ich an der Stelle sagen. Kann es sein, dass du noch nicht Wasser hattest, wenn ich drüber nachdenke? Hattest wenig du Wasser? Ob du überhaupt ein Wasser-Pokémon hattest? Boah. Überlege ich gerade. Lass mich überlegen. Ich glaube nicht, nee. Wasser hatte ich noch nicht. So, das wäre zum Beispiel so ein Gedanke. Und es ist drin. Der Encounter ist wirklich richtig gut. Also ich habe mich jetzt schon verliebt. Okay, krass. Also ich finde den Encounter tatsächlich auch sehr gut. Und ich glaube, du würdest ihn auch lieben. Okay. So viel kann ich sagen. Ich glaube, du wärst auch in ihn verliebt. Ist es ein Kampf-Pokémon? Kann ich dir nicht sagen. Aber du würdest ihn sehr hart lieben. Das ist ein Present? Nein. Den würde ich extrem hart lieben. So, wie nenne ich ihn überhaupt? Da muss ich immer ins Schauen, nach wem ich ihn benenne. Ich benenne ihn nach... Oh no! Was passiert? Dario? Hast du was verloren oder was ist los? Dario, rede mit mir. Was ist passiert? Kein Kommentar, ich rede nicht darüber. Du hast was verloren? Ernsthaft? Ich rede nicht darüber. Du hast was verloren, oder? Komm schon. Mein Anwalt sage ich gar nichts hier. Das sind die Mindgames, Alter. Kannst jetzt schon sagen. Ich kann dir sagen, es ist irgendwas gestorben, ja. Okay. Was Gutes? Ich sag nix. Oh, Mann, echt. Beim Encounter-Fang? Nee. I don't say anything. Warte, warst du gerade noch beim Encounter? Ich hab jetzt gerade das nicht mehr im Kopf, auf den du jetzt schon gefangen hattest. Den ersten hattest du gefangen. Und dann meintest du, du hast jetzt ein krasses neues Typing. So ein neues Pokémon dort. Mit einem krassen Typing. Ich glaube, du hattest ihn noch nicht gefangen, oder? I don't say anything. Ah, Mann, Dario, jetzt hast du mich aber hier ganz neugierig gemacht. Das ist es. Ja, willst du sagen, ob du den Encounter gefangen hast, damit ich das einschätzen kann, ob ich jetzt noch einen Encounter machen kann? Nö. Also du kannst, mach ruhig noch einen Encounter, mach ruhig noch. Ich kann noch einen Encounter machen, okay? Ja, mach ruhig. Okay. Dann mal jetzt den Angel-Encounter in Faust-Auhafen. Gönn dir. Dankeschön. Na, gönn dir einfach. Ab und zu darf man sich aber was gönnen. Das ist jetzt hoffentlich dieser nice Angel-Encounter. Also ich bin, wie gesagt, zufrieden mit meinem Team. Jetzt vor allem mit dem Encounter. Hey, ich habe die Angel nicht zu spät eingezogen. Jetzt mal wirklich. Ich bin Profi-Angler eigentlich, Leute. Profi-Angler? Ja, ich bin halt wirklich ein Profi-Angler. Alter, in so vielen Projekten hatte ich
unglaublich viele Wasser-Pokémon. Das war nicht mehr feierlich. Und deswegen habe ich mir den Titel Profi-Angler geangelt. Okay, ich guck mal, was es hier sonst noch für Pokémon gäbe. Also hast du es gefangen? Ich sag gar nichts. Also hast du es nicht gefangen? Oh! Sehr, sehr starkes Pokémon. Ich liebe dieses Pokémon! Es ist jetzt... Es ist gut! Es ist durchaus gut und ich glaube, in dem Hack ist es nochmal zusätzlich gut, weil es eine Typenveränderung hat. Also ganz ehrlich, ich habe noch keine Typenveränderung gemerkt. Meganie war zum Beispiel auch nicht Typ Fee. Ja, das hat mich auch verwirrt. Ich dachte nämlich, dass es das eigentlich haben müsste. Ich wollte schon sagen, als du die ganze Zeit gesagt hast, ja, Meganie ist der Typ Fee und ich habe Meganie, Team sagt mir so, ja Bruder, es ist nicht so ganz, ne? Ja, also das war es wie gesagt in NeoX, aber scheinbar war es dann nicht in Rising Ruby und Single Sapphire so. Also, obwohl es zum gleichen Hackersteller kommt. Hat er vielleicht später erst die Idee gehabt. Ja, ich weiß nicht, wie das auch in der Chronologie war, welches er als erstes gehackt hatte, welches Spiel. So, ich werfe jetzt einfach mal Bälle, weil ich kann es echt schwer schwächen. Ich habe Angst rauszuwechseln, weil ich, wie gesagt, Angst davor habe, dass es diese Typenveränderung hat. Und ich habe es gefangen, mit dem ersten Superball. Let's go. Shish. So, und ich schaue jetzt direkt mal nach. Vor allem, ich habe eine Fähigkeit gesehen auf einem Pokémon, die muss ich euch gleich auch nochmal zeigen. Die ist insane. Und die habe ich super spät erst bemerkt. Leute, okay. Mein Team ist richtig cool, ich liebe es. Ja, GG, Alter. G zu dem G. Aber ich muss sagen, dass mein gesamtes Team gar nicht mal so gut gegen die dritte Arena aufgestellt ist, wenn ich mir so mein gesamtes Team anschaue. Da ist mein Team tatsächlich ganz okay gegen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe sogar ein Pokémon. Ja, was heißt okay? Also ich habe zwei Stahl-Pokémon. Turbots wird gebumst. Meganie wird resisted. Ja, und das neue Pokémon, das ist ganz okay. Also normalerweise mache ich weibliche Pokémon nach weiblichen Zuschauern natürlich, aber dieses Pokémon passt halt perfekt zu einem männlichen Zuschauer, weil es das Signature ist und dem wollte ich ihm mal ehren. Deswegen gebe ich ihm den Namen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Leute. Erstmal disliken, Leute. Nee, bitte nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Denn ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen, würde ich fast sagen. Ja, du, wieder eine halbe Stunde um hier, Jungs, ne? Was auf jeden Fall. Hier? Deswegen, wie gesagt, wenn euch das Projekt weiterhin interessiert, wenn ihr Bock drauf habt, dann würden wir uns über weitere Kommentare, über positive Wertung freuen. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Dario vorbei. Dort werden wir vielleicht sogar schon in die Arena gehen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir müssen halt nochmal den Tunnel machen und so. Mal schauen. Ja, der Tunnel ist gar nicht so lang. Wir gehen zu Troy, dann war's das. Ja, stimmt. Hier war der nicht so lang, ne? Okay. Mhm. Der hat keine Typenveränderung. Schade. Schade, schade, schade. Aber er hat eine gute Fähigkeit. Also auch hier wieder krasse Fähigkeit. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Leute, haut rein. Lasst Bewertung da, Kommentar und ciao.